Okay, meine Face-ID erkennt mich nicht geschminkt. Vielen Dank dafür, Apple ist also auch noch transphob. Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, mal wieder live aus Berlin. Und nein, das ist kein Schminkvideo, denn ich finde Schminkvideos eigentlich ziemlich langweilig und ich bin auch schon geschminkt. Deshalb gibt es heute eine neue Ausgabe von Jurassica Parker kommentiert Kommentare. Hauptmann Willi Herold, uff, was für Unfälle. Ich glaube, das Video war ein Kommentar auf die Weinhaus und mich, als wir auf dem Bergmannstraßenfest waren. Da gab es ganz, ganz viele Unfälle, aber nicht mit uns. Milchnoob. What the fuck? Ist so ein Mannsweib creepy? Also ich bezeichne mich selbst nicht als Mannsweib. Ich bevorzuge doch eher das Wort Burschenmädchen. Aber wie dem auch sei, natürlich bin ich oft mal creepy und ich glaube auch, dass Menschen, die keine Erfahrungspunkte haben mit Drag Queens, mit Tunden, mit Transen, für solche Menschen bin ich bestimmt wahnsinnig unheimlich. Das tut mir sehr, sehr leid, aber ich möchte dich nicht verunsichern. Ich möchte dich eigentlich mit meiner Schönheit und mit meinem Witz begeistern. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Kartoffelbrei mit Y. Nichts für ungut, aber niemand kann frei entscheiden, welches Geschlecht er gern hätte. Auch und gerade Transsexuelle nicht. Okay, also, sagen wir mal so. Niemand kann frei entscheiden, mit was für einem Geschlecht er geboren wird oder sie geboren wird. Ich hoffe, dass die Gesellschaft bald so weit sein wird, dass man selbst entscheiden kann, was für ein Geschlecht man leben möchte. So sehen wir es ja gerade auch in Südamerika in einigen Ländern, wo das mittlerweile gang und gäbe ist, dass man selber entscheiden kann, welches Geschlecht man leben möchte. In Deutschland ist das leider noch nicht so weit. Wir sind ja gerade beim dritten Geschlecht jetzt erstmal, dass das irgendwie in die Personalausweise und in die Formulare eingebunden wird. Es gibt noch einen weiten Weg zu gehen, aber trotzdem, welches Geschlecht ihr gerne hätte, auch Transsexuelle nicht. Ich verstehe es nicht. Ich mach doch nur lustigen Scheiß. Ich habe doch nie gesagt, dass irgendjemand entscheiden soll, welches Geschlecht er oder sie haben möchte. Weiter geht's. Okay, Emojis. Achtung. Zunge raus, Lach-Emoji, Träne-Emoji, Träne, 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 Träne und gerader Mund. Du hast doch einen Knall. Willst du doch nicht so nicht von YouTube sowas da vorstellen? Ich schäme mich ja schon mit so einem Schwulen da sowas an mir das anzugucken. Meine Damen und Herren und Mischgeschlechter, dieser Kommentar wurde gepostet von Emilie Menzel. Liebe Emilie, wenn du das siehst gerade, bitte schreib mir doch gerne eine E-Mail oder eine Instagram-Message oder eine Facebook-Message oder eine WhatsApp, was du mit diesem Kommentar gemeint hast. Ich blicke da leider gar nicht durch. Cowbike Network. So viele Schwule und Pony. Ich vermisse große Titten. Hast du Penis? Yasine, Drag Queen, Punkt. Vielen Dank für den Hinweis, jetzt weiß ich endlich, was ich bin. Jock zockt. Du bist echt hässlich. Da frage ich mich immer, wenn jemand vor YouTube sitzt und Videos guckt. Es gibt ja immer die Möglichkeit, ein Video, das einem nicht gefällt, einfach weiterzuklicken. Und wenn einem das Video dann nicht gefällt, warum muss man dann noch runterschreiben, dass der oder die Protagonistin hässlich ist? Das verstehe ich nicht. Und ich finde, ich bin auch überhaupt nicht hässlich. Ich finde wirklich, ich bin die allerschönste von allen. Und das werde ich euch beweisen. Achtung, mein Siri weiß nämlich, wie schön ich bin. Pass mal auf. Hey Siri. Wie sollst du mich nennen? Du bist Jurassica, aber du hast mir gesagt, dass ich dich du Schönste aller Schönen nennen soll. Bella Mama, sorry, ich muss dir jetzt ein Abo dalassen. Das finde ich süß, das entschuldige ich gar nicht, das begrüße ich, meine liebe Bella Mama, und bitte bleib mir treu. Mad Eagle, ich feiere ihn total. Also...
Okay, ich bin ein Mann in Frauenkleidern. Ich weiß, ich bin männlich und stelle nur eine Frau dar. Aber irgendwie finde ich das doch befremdlich, wenn Leute mich dann irgendwie männlich bezeichnen in Kommentaren, weil ich stelle ja eigentlich eine Frau dar. Gut, aber das muss nicht jeder verstehen. Vielen Dank, dass du mich feierst. Alexander Lauer. Definition von Kacker. Tobias Falk. Einfach nur lächerlich. Das Playback ist schon lange bekannt. Ach so, passt auf. Das ist ein Kommentar. Ich war unlängst auf einem Britney Spears Konzert und da habe ich ja einen Shitstorm verursacht, weil alle Britney Spears Fans, die mein Video gesehen haben, während ich da war, sind auf mich losgegangen ohne Ende. Und das ist auf jeden Fall ein Kommentar unter diesem Britney Spears Video. Einfach nur lächerlich. Das Playback ist schon lang bekannt, muss man nicht weiter rumreiten als, du bist selber eine, die jeden Weg schubst, machst dein Fame aus von Ruhm, anderen bau dir was selber auf, Lachgesicht. Ich lasse das einfach unkommentiert. Adin Begovic. Sie soll die fucken, denn sie ist so dumm. Also anscheinend soll ich jemanden ficken, weil ich so dumm bin. So habe ich das verstanden. Ich weiß nicht genau, wen ich jetzt ficken soll. Lieber Adin, schreib mir doch noch mal eine Nachricht. Ich ficke sehr gerne, auch Dumme. Ifkse, mir wird schlecht, Punkt. Das tut mir sehr, sehr leid. Man kann da auch zum Arzt gehen. Wenn einem oft schlecht ist, dann liegt es wahrscheinlich an übersäuerter Magenschleimhaut oder vielleicht auch an einer Leberkrankheit, Nierenkrankheit. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht isst du auch nur das Falsche. Vielleicht solltest du weniger Fertigprodukte essen. Hyperindustrielle Nahrung ist gar nicht gut für deine Gesundheit. Zwischendurch vielleicht mal eine Banane oder einen Apfel oder auch ein bisschen mehr Travestie genießen, weil Travestie macht nicht nur beliebt, sondern auch gesund. Buta, ich habe noch nie so eine hässliche Transe gesehen. Also ich habe mir heute extra Mühe gegeben, auch wegen diesem Kommentar, weil ich möchte ja auch schön sein, aber wenn Leute mich hässlich finden, dann ist das völlig legitim. Man muss es mir aber auch nicht immer die ganze Zeit sagen, Leute, bitte, ich muss mir echt mal die Haare kurz bürsten. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich das alles mache. Nico Kado. Liebe Jurassica Parker, poste doch mal die umgeschnittene Version, wo man sieht, wie du Leute weggeschubst hast und einem Typen angedroht hast, ihn zu verprügeln, wenn er keinen Platz macht. Echt bitter. Das ist wieder ein Britney Spears Fan. Ich bin nämlich dann in der Arena, in der Mercedes-Benz Arena damals, durch die Britney Fans ganz, ganz vorne an der Bühne durch und wollte zu Britney. Und da waren die so aggressiv. Und anscheinend habe ich jemandem angedroht, ihn zu verprügeln. Ich erinnere mich persönlich nicht mehr daran. Aber vielleicht sind das ja auch einfach alternative Fakten. Balashnadutvari. Godzilla. Hehe. Gut, ich heiße nicht umsonst Jurassic Parker. Irgendwie muss ja auch das Dinosaurier-Gen durchkommen. Murray Rothbart. Ha! Er hat ein Bild von einem Massenmörder und Schwulenhasser an der Wand. Wie ironisch. Gut, ich weiß, zu welchem Video dieser Kommentar gehört. Und zwar, ich war vor 3 Jahren, glaube ich, 2015 oder 2016 war es, glaube ich, war ich bei einem Event von Harald Glückler und habe mich vorher als Junge gezeigt und habe mich dann in meiner Wohnung geschminkt für das Event von Harald Glückler. Und da hatte ich damals noch ein Bild an der Wand von Che Guevara. Ich glaube, er spricht Che Guevara
Hörer an und das hat er in dem Video gesehen. Ich wusste nicht, dass er Schwulenhasser ist. Das kann aber gut sein, weil ganz, ganz viele Menschen waren früher Schwulenhasser, weil es einfach eine ganz, ganz andere Zeit war. Und das macht ihn ja nicht zu einem besseren Menschen, nur weil er Che Guevara war. Vielleicht war er auch eine homophobe Drecksau, das weiß ich aber nicht. Massenmörder, dafür brauche ich dann Beweise. Unbestritten ist Che Guevara einfach eine Ikone der linken Bewegung der 60er und 70er Jahre. Also von daher kann der auch mal bei mir in der Wohnung hängen. Mittlerweile hängt er nicht mehr hier, weil ich das Bild irgendwie ein bisschen abgedroschen fand. Nico Feldhölter Fricke. Klausi sieht sehr genervt aus. So sieht der öfter mal aus in deinen Videos. Also Klausi ist ein Ehemann, der wirklich ganz, ganz viel erträgt und ich danke ihm dafür immer wieder sehr stark. Manchmal ist es, glaube ich, anstrengend mit mir. Aber er sieht nie genervt aus, er sieht dann nur konzentriert aus. Raphael Meyer. Joe Jurassica, du hast mich echt toleranter gemacht, also auf mäsischer Ebene, ne. Also ich freue mich, wenn ich Menschen toleranter mache. Mäsische Ebene. Meint ihr damit mäßige Ebene? Das bedeutet ja dann wieder, dass ich ihn nur auf mäßig, also nur ein bisschen toleranter gemacht habe. Ne. Raphael Meyer. Ach, Nicki Minaj hat bei mir kommentiert. Schau mal an. Und die spricht Deutsch. Mein Gott, ihr seid keine Transen. Ihr seid verschissene Drag Queens. Da gibt's einen großen Unterschied. Gut, ich möchte jetzt hier nicht die Kiste aufmachen mit den ganzen Definitionen. In Berlin, ich komme aus Berlin, bin in Berlin sozialisiert, hier geboren und habe auch meine Drag-Karriere hier gestartet und wohne hier. In Berlin ist das Wort Transe landläufig bekannt, wirklich als Drag-Queen-Begriff. Berliner Transen, Transen-DJs, wir sagen das hier so in Berlin. Wenn ich damit andere diffamiere, weil sie denken, dass dieser Begriff eine andere Bedeutung hat, dann tut es mir leid. Ich verwende ihn vielleicht etwas unbedarft. Aber ich finde auch, ich glaube, du meinst, dass Transen sind keine Drag Queens, dass du mit Transen Transgender meinst oder Transsexuelle. Ich finde, den Begriff Transen für Transgender zu verwenden, finde ich ziemlich schwierig. Und da sprich mal auch mit ganz vielen Transgender-Menschen. Ich glaube, Transe ist da wirklich ein sehr diffamierender Begriff. Ich bezeichne mich als Tunte, als Drag Queen und als Transe und das bleibt auch so. Und Menschen, die ihr Geschlecht gerne wechseln möchten oder nicht festlegen wollen, welches Geschlecht sie haben in ihrem echten Leben, das sind Transgender oder Non-Binary People. Aber das ist ein weites, weites Feld. Meine Güte. Moonlight. Wieso gibt es eigentlich Schwulenclubs? Es gibt ja auch nicht Heteroclubs. Okay, also da ganz kurz. Es gibt Schwulenclubs, weil die Welt an sich, und zwar die ganze Welt, ist heteronormativ. Tut mir leid, wenn ich dieses Fremdwort jetzt nochmal verwenden muss. Die Welt ist heterosexuell. Und deshalb gibt es Schwulenclubs, weil wir Schwulen und auch die Lesben und auch alle anderen Menschen, die sich nicht als hetero definieren, wollen einfach auch mal unter ihresgleichen sein und einfach mal fünfe gerade sein lassen und deshalb in die Nacht entfleuchen und unter ihresgleichen sein. Deshalb gibt es Schwulenclubs. Heteroclubs gibt es auf der ganzen Welt zuhauf und zwar millionenfach. Egal, wo du hingehst, alles ist hetero. Also bitte lasst uns doch unsere kleinen Schwulenclubs. Dankeschön. Carsten Voss, wann gibt es mal den CSD der Stille? Also ohne Musik und Selbstdarstellung, dann wird wohl keiner mehr kommen. Ich glaube, es ist eine Kritik an meinem CSD-Video von 2018. Ich stelle mich selbst dar, das stimmt, und ich spiele Musik, dafür bin ich gebucht auf einem CSD. Wahrscheinlich möchte der Carsten Voss einfach mal einen Trauermarsch, einen schweigestündlichen Trauermarsch haben, wo wir alle durch die Straßen laufen und nichts machen und nur still sind. Aber das ist nicht Sinn und Zweck von einem Christopher Street Day, weil wir wollen auf uns aufmerksam machen, wir wollen zeigen, dass wir da sind. Ja, darum geht es ja beim Christopher Street Day, dass wir nicht still sind wie alle anderen 364 Tage im Jahr, sondern dass wir auch mal da sind und wahrgenommen werden. Jana Wilke, da war die Parker noch super schlank.
Das Video muss ein bisschen länger her sein. Katrin Nowak, google.de. Paul, schäm dich. Da habe ich geantwortet, warum? Und er antwortet, du siehst aus wie Jenny Gensberger. Nun habe ich vorher nicht recherchiert, wer das sein könnte. Wenn jemand weiß, wer Jenny Gensberger ist, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, sie oder er ist hübsch. Right Here, Right Now schreibt, ich habe eine Doku über die ISS und dann über Tschernobyl geguckt. Wie bin ich hier gelandet? Derjenige, der den YouTube-Algorithmus programmiert hat, hat doch Arschhaare geraucht. Naja, was will man machen? Es ist aber schon ein bisschen unheimlich, so überspitzte Männer, Frauen zu sehen, die sich noch anhören wie Bartmann Hitler. Egal, noch viel Spaß euch ganzen Transen hier. Vielleicht sieht man sich ja mal auf seriöseren Videos wieder. Bleibt Chicky Bricky. Emilie Menzel. Aber ohne Schminke sieht ja schön aus. Mit Schminke sieht ja schrecklich aus. Also ohne Schminke ist besser als lese. Ich lese es nochmal vor, weil das so ein schöner Satz ist. Ohne Satzzeichen. Aber ohne Schminke sieht ja schön aus. Mit Schminke sieht ja schrecklich aus. Also ohne Schminke ist besser als lese. Emilie Menzel. Sollte so manche Kinder haben Angst und möchte Tina lang darüber, weil die Angst haben und die sie weiß nicht, wie sie sich mit dran sind, so klar, Komma, das erste Satzzeichen. Es gibt manche Kinder, die fangen an zu weinen und es gibt manche Kinder, die ich habe Hunger, Erfahrung gehabt, da manche Kinder geholt und so. Und dann so ein Emoji mit so einem. Liebe Emilie, ich weiß nicht, welche Sprache du sprichst. Vielleicht ist das irgendwie ein sorbisches Deutsch, Sudetendeutsch, Altdeutsch, Althochdeutsch. Ich verstehe kein Wort. Schreib mir doch mal, was du meinst. Ich gehe gerne in den Austausch mit dir. Anonymous Place. Es ist interessant zu sehen, wie man ein männliches Gesicht ruiniert. Vielen Dank. Ich finde mich eigentlich ganz süß. Es ist nicht jedermanns Geschmack. Du musst ja meine Videos nicht angucken, mein Schatz. Marie-Sophie Lehmann, wieso bist du so richtig ekelhaft? Das weiß ich nicht. Ich wache ja morgens auf und dann gucke ich in den Spiegel und dann denke ich immer, meine Güte, warum bin ich denn nur so ekelhaft heute wieder? Aber ich kann ja nichts dafür. Und dann schminke ich mich weg und dann gehe ich raus und alle sagen, ich bin ekelhaft. Ich kann noch nichts dafür. Ich bin einfach eine Ekelhafte. Muss es ja auch geben. Es gibt ja auch Sylvie Mais. Marie-Sophie Lehmann. Oh mein Gott, dein armer Hund. Der Hund ist Putin. Ich meine, man muss ihn nicht erklären. Marie-Sophie Lehmann. Wie du den quälst. Ich quäle meinen Hund nicht. Mein Hund hat es so gut bei mir. Ich meine, der wird noch 120 Jahre alt, wenn es so weitergeht. Der ist eigentlich schon überm Zenit und lebt immer noch. Dem geht's ganz gut. Keine Sorge, meine liebe Marie. Komm du mal klar. Korrekt. 3000 Schwanzmädchen, die dies hier schauen. Da, ich glaube, es ist ein Kommentar zu einem Video von Germany's Next Topmodel. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er, dieser Herr Korrekt, dann meine Zuschauerinnen und Zuschauer meint mit Schwanzmädchen oder die Zuschauerinnen und Zuschauer von Germany's Next Topmodel als Schwanzmädchen bezeichnen möchte. Das weiß ich nicht genau. Aber je nachdem, die ganze Welt ist voll mit Schwanzmädchen. Lass uns es einfach sagen, alle sind Schwanzmädchen. Selina Schulze, du bist hässlich und ein Arsch. Sind wir wieder beim Hässlichkeitsthema und ein Arsch. Liebe Selina, danke schön, du süße kleine Schnuffelmaus. Matti 1900, diese Haare, Kotz-Emoji. Ich habe heute extra schöne Haare. Michael Wilke, ich akzeptiere sowas nicht. Michael Wilke, ich akzeptiere sowas nicht. Die Penispumpe.
Schande über euer Haupt. Richtiges Fremdschämen. Puh. Wein-Emoji. Die Penispumpe. Jetzt frage ich mich, ich würde gerne jetzt mal seinen Kanal durchstöbern und gucken, was der so für Videos hochlädt. Gut, könnt ihr vielleicht machen. Und der letzte Kommentar für heute von Marcel. Ist das ein Genfehler? Nein, lieber Marcel, das ist kein Genfehler. Das wirst du aber ganz sicher noch irgendwann erfahren können, wenn du irgendwann aus deinem kleinen Leben herauskommst, aus deiner kleinen Puppenstube herausspringst in die richtige Welt. Und dann wirst du merken, dass es ganz viele Menschen gibt, die vielleicht nicht so sind wie du, die anders sind, aber die genau die gleiche Berechtigung haben, auf dieser Welt da sein zu dürfen wie du, lieber Marcel. Solange bitte ich dich, diffamiere doch nicht einfach Menschen, nur weil sie anders aussehen. Das ist nämlich zum Kotzen. So, das war Jurassic Parker kommentiert Kommentare. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis bald, ihr süßen Mäuse. Beise! Sharing is caring.